Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über ein paar Bücher sprechen, die ich in diesem Lesejahr unbedingt noch von meinem Stapel der ungelesenen Bücher befreien möchte. Ich habe mir jetzt mal 5 Stück rausgesucht, die je nachdem mehr oder weniger lang bereits auf meinem Sub liegen, aber die ich nicht mit in das nächste Lesejahr nehmen möchte. Es ist gerade erst Juli und ich rede schon vom nächsten Lesejahr. Hab dieses noch nicht mal beendet. Aber ja, es gibt da so ein paar Bücher, die wollte ich unbedingt haben und wollte sie auch unbedingt in einer Special Edition haben. Da haben wir zum Beispiel 2 Stück hier auf dem Stapel. Und dann gibt es Bücher, die sind schon etwas länger auf dem Markt und ganz, ganz viele von euch haben sie auch schon gelesen und ich hinke da mal so wieder so ein bisschen hinterher. Das möchte ich in diesem zweiten Lesehalbjahr ändern und ich würde sagen, wir starten direkt, oh, das war laut, wir starten direkt mit dem ersten Buch, das ich unbedingt in Special Edition haben wollte und zwar ist das Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Getriggert von Maren, die ungefähr 83 Versionen von diesem Buch im Regal stehen hat, musste ich es, als dann rauskam, dass es eine Sonderedition geben wird, unbedingt haben. Sie ist auch unfassbar schön. Also ich habe selten so ein schönes Buch gesehen. Vor allem ist sie auch signiert. Das Einzige, was mich stört, sind die weißen Seiten. Ich weiß nicht, ob die irgendeine Bedeutung haben, aber das finde ich immer ein bisschen unangenehm zu lesen. Aber das ist ja persönliche Meinung. Ich bin jetzt mal schnell aufgesprungen, mein Handy holen, weil in der Sonderedition kein Klappentext abgedruckt ist. Zumindest habe ich ihn gerade nicht gefunden. Und werde ihn euch jetzt vom Telefon ablesen. Eddie LaRue ist die Frau, an die sich niemand erinnert. Die unbekannte Muse auf den Bildern alter Meister. Die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter. 300 Jahre lang reist sie durch die europäische Kulturgeschichte und bleibt dabei doch stets allein. Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie dazu verdammt, ein ruheloses Leben ohne Freunde oder Familie zu führen und als anonyme Frau die Großstädte zu durchstreifen. Bis sie 300 Jahre später in einem alten, versteckten Antiquariat in New York einen jungen Mann trifft, der sie wiedererkennt und sich in sie verliebt. Dann möchte ich auch unbedingt eine Erstauflage von meinem Stapel der ungelesenen Bücher befreien. Und zwar ist das die zu Die 6 Kraniche von Elizabeth Lim. Lim, ich weiß nicht, wie man spricht. Man sieht es ganz schlecht mit diesem wunderschönen goldenen Farbschnitt aus der Erstauflage. Da werde ich vermutlich einen Buddy-Read zu machen mit der lieben Ramona. Das sagen wir ungefähr schon seit einem halben Jahr und ich hoffe, dass wir es wirklich in diesem Jahr vielleicht noch schaffen. Ich würde nämlich auch gern dann den zweiten Band kaufen. Der ist wunderschön grün. Der heißt irgendwie Schwur des Drachen oder so. Und den hätte ich halt gern noch in der ersten Auflage und deshalb will ich da jetzt nicht mehr so lange mit warten. Prinzessin Shiori hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen. Doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter Raikama wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin. Sie verbannt die Prinzessin, verwandelt ihre Brüder in Kraniche und belegt Shiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen entdeckt Shiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen. Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams. Das nächste Buch liegt schon super lang auf meinem Sub rum. Es ist wahrscheinlich auch eines der ältesten Bücher da drauf. Eine der wirklich alten Subleichen. Ich muss vielleicht mal auch ein Video machen über meine Subleichen. Das sind doch ein paar, die bestimmt schon mindestens 5 Jahre oder so hier liegen. Mea culpa. Eins davon sind die Fabelmacht-Chroniken oder ist das Buch die Fabelmacht-Chroniken, wie man es auch nehmen will. Flammende Zeichen ist der Reihenauftakt und ich wollte es unbedingt haben, weil ich es wunderschön fand oder immer noch finde. Ja, und seitdem steht es hier rum und sagt nichts. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal vor, es ganz, ganz bald zu lesen. Ich hatte es jetzt auch schon ein paar Mal in meinem What I Read Next Video, aber irgendwie hat mich keiner dazu animiert, es zu lesen. Ich setze es mir jetzt als Challenge für dieses Jahr durch dieses Video auf meine Liste. Schauen wir mal, ob das denn funktioniert. Schon seit langem existiert sie in den Gassen und Straßen von Paris, die Fabelmacht. Eine seit Generationen sorgsam gehütete Gabe. Jeder, der sie besitzt, kann die Wirklichkeit umschreiben.
Doch davon ahnt Mila nichts, als sie nach einem Streit mit ihrer Mutter nach Paris flüchtet, bis sie auf den geheimnisvollen Nicolas trifft, der die Gabe wie kein anderer beherrscht. Und obwohl Mila ihn noch nie gesehen hat, kennt sie sein Innerstes, denn sie schreibt schon über ihn, solange sie denken kann. Als Nicolas Familie beginnt, Jagd auf die beiden zu machen, erfährt sie, dass auch er über sie geschrieben hat, mit gefährlichen Folgen. Ein Kampf der Geschichten um Liebe und Tod entbrennt. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe zwei Special Edition auf meine Liste jetzt gesetzt. Und das zweite ist das Sternenlose Meer. Und da habe ich auch die Chest of Fandoms Edition, diese Sonderedition, diese eigens für die Chest of Fandom kreierte Sonderausgabe, die auch einfach wunderschön ist. Ivy hat das Ganze schon gelesen und war auch total begeistert von der Geschichte. Das Ding mit den Sonderausgaben ist es einfach, dass kein Klappentext abgedruckt ist, aber ich habe ihn euch jetzt gescreenshottet und werde ihn euch ablesen. Eigentlich arbeitet Zachary Ezra Rawlins an seiner Promotion, doch er kommt nicht weiter. Denn immer wenn er in der Bibliothek ist, sucht er ein Buch auf, das zwischen den Regalen versteckt liegt. Ein Buch, in dem Zachary eines Tages eine Schilderung seiner eigenen Kindheit findet. Aber wie ist das möglich? Auf der Suche nach dem Geheimnis dieses Buches entdeckt Zachary eine unterirdische Welt voller Bücher am Ufer eines sternenlosen Meers, wo er schließlich eine Verschwörung aufdecken und für die Liebe seines Lebens kämpfen muss. Klingt einfach nur super, super schön. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Vor allem, nachdem Ivy so davon geschwärmt hat, dass das so ein schönes und gute Gefühle hervorbringendes Buch ist. Ja, habe ich doch noch viel, viel mehr Lust, es jetzt auch selbst zu lesen. Und last but not least hat es noch ein fünftes Buch auf meiner Liste der Bücher, die ich in 2023 lesen will, noch geschafft. Zusätzlich zu meiner 23-23 Liste mache ich mir hier gerade noch eine Challenge-Liste. Ich sollte vielleicht erstmal die erste abarbeiten und dann die zweite machen, aber ich habe heute Morgen meine Sub durchgeschaut, weil ich irgendwas gucken wollte und dachte mir so, das sind noch so viele Bücher, die du unbedingt lesen willst. Du liest immer die ganzen Neuerscheinungen. Ich frage jetzt weniger Rezensionsexemplare an und kaufe mir weniger Bücher. Ich versuche jetzt erstmal die alten von meinem Sub runterzubekommen. Schakka, schakka, schakka. Ja, und das letzte, das auch definitiv dieses Jahr noch gelesen werden soll, ist vielleicht jetzt von Caroline Wahl aus dem Hause Löwe oder Löwe Intens. Das ist der Reihenauftakt der Vielleicht-Reihe und die ist ja auch schon ein paar Tage älter. Von 2021 ist auch die erste Auflage. Und die habe ich ja, beziehungsweise das Buch habe ich ja von Ivy auch geschenkt bekommen. Also ich bin mal wieder sehr gebookfluenced von Ivy. Nein, sie hat es aussortiert und wollte es mir dann quasi, oder ich wollte es ihr abkaufen und dann hat sie mir es einfach zum Geburtstag geschenkt. Habt ihr aber in meinem Neuzugänge-Video wahrscheinlich schon erfahren. Und jetzt erzähle ich euch natürlich auch noch, um was es geht. Er hat klare Regeln, doch mit ihr bricht er jede davon. Fast hätte Gabriella in Brasilien ihren Flieger verpasst. Und jetzt sitzt sie auch noch neben diesem unverschämten Kerl. Na toll. Obwohl er eigentlich ganz süß ist. Aber für die Liebe hat sie ohnehin keine Zeit. Schließlich fliegt sie nach München, um ihren Vater kennenzulernen. Undercover beginnt sie ein Praktikum in seiner Catering-Firma. Doch an ihrem ersten Arbeitstag in der Küche stellt sich ihr Ausbilder ausgerechnet als ihr Sitznachbar im Flugzeug heraus. Vergeblich versucht Gabriella, gegen die Funken zwischen ihnen anzukämpfen. Denn Anton hat klare Regeln, was Beziehungen am Arbeitsplatz angeht. Ganz wichtiges Thema, unterschreibe ich so. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ihr Lieben, das waren die fünf Bücher, die ich gerne in diesem Lesejahr oder in diesem zweiten Lesehalbjahr noch lesen möchte. Ihr dürft mir gerne mal verraten, ob ihr eins davon kennt, ob ihr eins davon gelesen habt, welches ich vielleicht zuerst lesen sollte, nach eurer Meinung. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!